Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen KI-Diskussion. Und zwar geht es um, ich habe ja dieses Video hier gemacht, ja. Ist so ein bisschen kontrovers, bisschen nicht so schlimm. Und da habe ich ja darüber, habe ich ja diesen Forenbeitrag dabei Paradox gemacht, hier vorne. Mal gucken, wann ich gebannt werde dafür. Da gibt es dann auch schon Feedback zu. Und auf jeden Fall geht es darum, in dem, es gibt so zwei Lager, was das Feedback ist zu, kann man die KI verbessern in Häufchen mit wenig Aufwand? Das war ja so mein Punkt, ne, wo ich den Forum-Eintrag gemacht habe. Und es gibt so zwei Lager. Die einen Lager sagen, ja, ich bin ja kein Programmierer, deswegen kann ich mir den Arbeitsaufwand auch nicht vorstellen, der damit verbunden ist, und ich stelle mir das alles zu einfach vor und das geht halt alles nicht. Und das andere Lager ist, dass da, was halt meinen Punkt eher unterstützen würde, wo ich sage, ich fordere eigentlich jetzt in diesem Forum-Thread nur Dinge, die meiner Meinung nach mit wenig bis gar kein Programmieraufwand gehen und sogar die KI entlasten könnten, den Programmieraufwand. Ne? So, diese beiden Lager gibt es da und ich wollte jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen dazu ansprechen und das zusammenfassen. Meiner Meinung nach, ist das hübsch gemacht wieder. So sieht das übrigens aus. Ich habe gerade mal den Spielstand geladen. Okay, lass es einfach so stehen, was ein hübsches Bild ist. Ist keine Absicht gewesen. Das ist jetzt der Spielstand aus meiner letzten Japan-Let's Play. Ja? Ich habe einfach mal ein KI-Land reingeladen. Und weil es so hübsch ist, lassen wir es mal gerade so. Aber das zeigt auch so ein bisschen die Komplexität. Das, was ihr hier gerade seht, ist ja jede Division muss ja irgendwie geplant und gesteuert werden von der KI. Das heißt, da wird die KI-Leistung sicher auch ein bisschen mehr gefordert, als wenn man das zusammenfassen würde, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt keine Absicht. Okay, so aus meiner Theorie, also was ich mir so wichtig das vorstelle, ihr könnt das natürlich jederzeit diskutieren und in der Luft zerreißen, ja, ist das so, es gibt drei Ebenen für mich persönlich, die ich mir vorstelle, wie man KI für Spiele entwickeln könnte. Und die erste Ebene ist halt, dass man nur Skripte verwendet, das heißt, dass man der KI alles vorgibt, die spielt das dann einfach runter. Also es wäre zum Beispiel ein KI-Skript, was man machen könnte, wäre zum Beispiel Template-Bau, ja. Also das ist zum Beispiel hier, was jetzt die KI gebaut hat an Templates. Im normalen Spiel braucht ihr zwei Templates, wenn es hochkommt, braucht ihr drei. Die KI hat irgendwie 30 gebaut, ja. Und das hat sie halt mit irgendeinem Algorithmus, hat sie halt berechnet, wie sie jetzt die Templates verändern soll wahrscheinlich, ne. Das heißt, da war offensichtlich Rechenleistung gefragt in irgendeiner Form. Jemand hat auch einen Algorithmus dafür geschrieben, der ist auch fehleranfällig, weil er halt komplizierter ist, als wenn man es vorgibt, ne. Und das Ergebnis von diesem ganzen Prozess, der das Spiel langsamer macht, die KI fordert und eben auch teuer in Entwicklung war, ist, dass sie Templates herstellt, Templates 1, 2 und 3, und das neueste Template verwendet sie schon mal gar nicht, sondern umsonst hergestellt. Und wenn ihr in die Templates reinguckt, seht ihr, dass sie halt Blödsinn sind, die Templates. Die sind halt wirklich garbage. Die könnt ihr so nicht anwenden in dem Spiel. Also wird ein Spielstand 43, wo sie ein 19 Gefechtsbreite Template gebaut hat, ja. Und dann hat sie Einheiten beigenommen, die schnell sind und dadurch langsame Einheiten runtergezogen werden. Also das ist wirklich objektiv gesehen ein schlechtes Template. Das würde auch Multiplayer niemand jemals so bauen. Und keiner würde ein 43er Template mit Gefechtsbreite 19 machen. Keiner würde auch ein 19er Template machen. Das kommt doch hinzu, weil man immer einen Teiler durch 20 haben sollte. Ne? Und am besten 20 oder 40er Templates. Und 40 ist eigentlich für Panzer-Templates im Late-Game Pflicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die KI offensichtlich designt hier was mit irgendeinem Prozess und irgendwie. Und meine Forderung wäre, dass man die KI jetzt völlig aus der Verantwortung hier rausnimmt an der Stelle. Und diese Templates, dass man einfach Templates nimmt, die sich erwiesen haben als gute Templates. Dass man da Spieler hinsetzt, Entwickler hinsetzt oder wer auch immer, also einen Menschen, der designt eine Reihe von Templates für verschiedene Aufgabengebiete. Panzer-Template, Gebirgsjäger-Template, sucht euch irgendwas aus, für die Verteidigung meinetwegen. Und dann pickt die KI diese Templates. Sie erstellt die nicht selber, die pickt dann diese Templates. Das heißt, das ist dann geskriptet aus meiner Sicht. Und das ist eigentlich alles, was ich fordere. Und schon diese KI sogar vereinfacht weniger Rechenleistung und ein besseres Ergebnis am Schluss. So, das ist jetzt diese erste Ebene, dass man das mit Skripten macht. Die zweite Ebene, und da weiß ich nicht, wie viel Aufwand das ist, weil ich kein Programmierer bin, da haben die Leute recht. Mein Bruder hat ganz nett geschrieben, er mag das immer, wenn Anwender Programmierern ihren Job erklären. Hat er nicht ganz unrecht. Ich weiß schon, wo das hingeht, welche Kerbe das schlägt. Der hat ja auch recht. Aber ich muss ja an das denken, also ich sage auch nicht, dass ich weiß, wie viel Programmierleistung das ist. Aber nun hat man genau mein Bruder mir natürlich mit 6 Jahren auf den 64er beigebracht, was eine Wenn-Dann-Bedingung ist im Basic, ja. So von da weiß ich auch, was das ist. Und so schwer sah das halt nicht aus, wenn er mir das richtig gezeigt hat. Und naja, das wäre das zweite Level wäre, dass man der KI jetzt sagt, wenn das und das eintritt, dann machst du das und das. Also, wenn der Feind auf dem Feld ein Template hier gezeigt hat, in irgendeinem Kampf, weiß nicht, ob ich einen Kampf sehe. Ist hier irgendein Kämpfchen? Da oben ist ein Umf, genau. Also wenn man auf einen Gegner getroffen ist, der hier zum Beispiel einen Armor-Level von 5,2 hat, dann benutzt bitte Templates, die 5,3 haben oder 5,2 plus Penetration haben, damit das halt Sinn macht, ja. Das wäre eine Wenn-Dann-Bedingung, so dass die KI an dem Kriterium flexibel die Templates auswählt, die vorgefertigt waren, nicht selber aufbaut, sondern die vorgefertigt waren, um Gottes Willen, das sind nicht selber Design, wir machen das nicht kompliziert, ja. Das wird für mich so diese zweite Ebene, wie man eine KI designen könnte, was die KI einfach nochmal ein Pep besser macht. Aber das ist noch nicht mal meine Hauptforderung hier. Ich sage,
Die erste, das nur zu skripten und dann meinetwegen auszuwürfeln, wäre schon besser als das jetzige, würde Rechenleistung sparen. Ja? Die zweite Ebene wäre dann die Wenn-Wann-Bedingung, dass sie die auch sinnvoll nochmal anwendet. Das wäre natürlich der absolute Brüller. Ja? Da würde ich ja feiern auf den Hochhäusern stehen mit einem Fähnchen, wo Heu drauf ist. Ja? Die Paradox-Firma anbeten oder irgendwas. Auf jeden Fall, das wäre ja ein absoluter Traum, wenn sie das mit Wenn-Dann machen würden, ja, in so einer Bedingung. Und da weiß ich aber auch nicht, wie viel Rechenleistung das fordert, wie kompliziert das ist. Aber wie gesagt, also mein Eindruck wäre, dass das extrem simpel ist, zumal die KI ja jetzt schon mit Wenn-Dann-Bedingungen haufenweise überall arbeitet. Also, wann erklärt sie einen im Krieg, ne? Wann tut sie was hacken gehen und so. Das ist ja jetzt alles schon drin irgendwo. Nur die Variablen scheinen alle komplett falsch eingestellt zu sein. Also die muss ja Wenn-Dann machen, sonst würde sie ja gar nichts machen, ja? Sie erklärt ja aktiv jemanden den Krieg. Es gibt ja nicht nur die historische KI, das ist ja nicht Jus Skript, es gibt ja auch die ahistorische, wo die irgendwann mal eine Entscheidung trifft, ja? Also es gibt ja diese Wenn-Dann, muss ja eigentlich drin sein. Also das wäre auf jeden Fall die zweite Ebene, der zweite Level der Komplexität der KI, den ich mir vorstelle, der ein Traum wäre. Aber ich fordere nur den ersten, ne? Ich will das nochmal betonen. Ich fordere nur den ersten. Den zweiten würde ich mir wünschen, aber den ersten fordere ich. So, und dann gibt es den dritten Level, der geht so ein bisschen in die Richtung Skynet und Whopper, ja? Wo die KI tatsächlich mit kreativen Strategien kommt, ob selber Sachen optimiert, vorausschaut an Pfand von verschiedenen Sachen. Die sehen zum Beispiel, dass der Gegner Tungsten herstellt und weiß dann, dass er aus Medium-Panzer bauen. Deswegen fängt er schon mit dem Heavy-Panzer an, ja. Das wäre natürlich die Whopper-Skynet-KI, die ihr 10 Jahre lang in Computerspielen benutzt und im 11. Jahr übernimmt sie dann die Welt und rottet euch aus, obwohl die 10 Jahre das, glaube ich, echt wert wären. Das wären tolle 10 Jahre, sage ich euch im Strategiespielemarkt. Aber genau, dann brauchen wir auf jeden Fall den Battle-Eye, den Stratege Harris wäre dann vonnöten. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist auf jeden Fall der dritte Level, ja, dass die KI dann wirklich wie so eine KI aus Spielfilm, aus Science Fiction und so weiter ist. Das wäre natürlich der absolute Brüller, ohne jede Frage. Aber klar, das fordert auch gar kein Mensch. Das ist völlig ne, eine Illusion. So, von daher in diese KI-Diskussion möchte ich halt jetzt nur reinbringen, dass eben meiner Meinung nach diese drei Level der Komplexität gibt. Ja? Wahrscheinlich gibt es dazwischen auch verschiedene Abstufungen. Aber grob zusammenzufassen, würde ich sagen, sind das diese drei Level, die ich mir vorstelle. Und ich fordere eigentlich nur die geskripteten Level. Das ist der einzige, den ich fordere. Wie gesagt, wenn die wollen, dass ich nach Schweden fahre, deren Firma arbeite jeden Morgen, dann müssen die auch die Wenn-Dann-Bedingungen noch einbauen. Dann hole ich mir ein Flugticket und mache das. Aber solange das nicht passiert, wäre ich einfach nur zufrieden, wenn sie bitte das im Skripten machen. Und ich gebe euch jetzt einfach mal noch zwei, drei Punkte hier, die ich euch zeigen will, was sie halt eingebaut haben, womit man eigentlich die KI auch vereinfachen kann, wenn man es komplexer machen will oder wo man das halt anwenden könnte, das Skripten. Also zum Beispiel eine Sache, die die KI im Moment macht, sind so Dinge wie, die macht ja diese schwachsinnigen Templates hier. Wenn man guckt, was sie erstellt hat, also diese, ich gehe mal in den Panzer 3 rein, ja? Das sind Panzer 3 Modelle, die sie irgendwann mal gemacht hat. Also hier ist das D-Modell zum Beispiel. Und das D-Modell sieht so aus, hat mehrere Upgrades in verschiedenen Leveln und nach D kommt E, ne? A, B, C, D, E. So, das E-Modell, das wurde gedowngradet, ja. Das bringt dem Spiel nur nichts, weil er dadurch Produktionseffizienz verliert, XP wegwerft und zumal man es auch nicht so downgraden kann, sondern die dafür XP ausgegeben hat, um es von null wieder quasi auf den Level zu bringen. Und so hat die ihre Panzer-Templates gebaut. Hier auch. Da ist halt wieder die KI dabei und designt irgendwas aktiv. Hier auch, würde man das skripten, würde man bessere Ergebnisse erzielen, mit weniger KI-Leistung, weniger Programmieraufwand, es wäre preiswerter zu entwickeln und die Spieler wären glücklicher. So, was ich jetzt vorschlagen würde, wäre, dass man der KI halt, wie gesagt, diese Skripte an die Hand gibt, dass man aber auch gewisse Voreinstellungen vielleicht vornimmt und zwar ein paar Sachen, die man machen kann, die Sehsektoren, ja? Dass man sagt, es geht wieder in die geskriptete Ecke, aber das ist auch ein Stück weit Game Design und Szenario Design meinetwegen auch, dass man jetzt hingeht und zum Beispiel die Anfangseinstellungen macht. Also es gibt da so Variablen wie hier unten. Ihr könnt einstellen, wann Konvois durch Sektoren fahren sollen. Ja, das sind so Voreinstellungen, die könnt ihr immer im Spiel immer ändern. So, und was ich jetzt vorschlagen würde, wäre, dass man von diesen Dingern, diesen manuellen Knöpfen, dass er nicht eine KI aussuchen muss. Also wie gesagt, das wäre immer die perfekt, wenn die das machen würde und nach sinnvollen Bedingungen, aber das fordere ich nicht. Was ich jetzt mir vorstellen würde, ist, dass die Entwickler jetzt von diesen Knöpfen mehr reingeben in das Spiel, so dass man die am Anfang, also dass das Entwickler meinetwegen am Anfang richtig einstellen kann, dass es Sinn macht. Ja, und dann gibt es da vielleicht verschiedene Varianten von. Also zum Beispiel, die Konvois fahren ja bei den Alliierten immer über den Atlantik hier im Moment, ne? So, und das größte Problem der Alliierten ist, dass die Konvois im Atlantik von U-Booten versenkt werden. Wo werden die versenkt? Naja, eigentlich nur hier, weil der Deep Ocean ist und die U-Boote da einen Buff haben, heftigen. Wenn man die Konvois woanders durchschließt, zum Beispiel halt durch, ne, da oben und da unten, dann sind die halt bedeutend sicherer.
Plus, wenn man die halt gezielt durch nur einen Tunnel, durch einen Sektor funnelt hier oben, kann man die besser decken. Da kann man da oben solche Radaranlage hinbauen. Man kann die Eskorten dann besser assignen, dass sie nicht irgendwo random sind. Die U-Boote sind da besser auffindbar. Man kann da Flugzeuge hinpacken, damit sie die versenken regelmäßig. Ne? Man kann da eine Menge Sachen designen. So, was ich jetzt fordern würde, ist, dass die Voreinstellungen einfach nur so sind, dass die hier Konvois nicht durchfahren. Wenn es irgend anders geht, fahren sie da nicht durch. Dass einfach nur statt grün der Knopf auf gelb steht, von wenn das Spiel beginnt, für die Alliierten, ja. Und schon haben wir 2/3 aller Konvoi-Probleme gelöst. Ja? Also, das wäre auch so ein Ding, dass einfach, ne, dass es mehr von diesen Knöpfen dieser Art und Weise gibt im Game Design und die dann eben eingestellt werden, meinetwegen von Spielern, die Erfahrung im Spiel haben, oder dass es halt wirklich so eine Abfrage gibt, dass man sagt, okay, keine Ahnung, in irgendwie den letzten 100 Spielen, Singleplayer, wurde halt, ist hier und das passiert oder Spieler machen hier und das und deswegen stellen wir den Knopf jetzt auf da und da ein, weil das das beste Ergebnis dafür erzielen würde, ja. Das wäre natürlich wieder interaktiv, das erwarte ich gar nicht vom Paradox, aber es wäre, heißen die nicht Paradox Interactive? Egal, nee, Paradox Entertainment heißen die, oder? Die Spiele machen? Egal. Auf jeden Fall, ne, dass die mehr von diesen Knöpfen eingehen. Da kann man eine Menge Knöpfe mitmachen. Ein Traum wäre natürlich wieder die Wenn-Dann-Bedingung. Also zum Beispiel, wenn hier steht, dass die Gegner feindliche Schiffe da haben, dann stellt die KI automatisch auf gelb oder rot um, je nachdem, wie gefährlich sie das findet. Oder sie schickt halt, bevor sie einen Konvoi durchschickt, eine Flotte auf Eskorte da rein, ja? Das wäre eine Wenn-Dann-Bedingung. Das wäre der zweite Level. Das wäre, wenn die wollen, dass ich in Schweden beten gehe. Aber ich will eigentlich nur, dass es die Knöpfe gibt, dass man die voreinstellen kann und dass das halt dann ein erfahrener Spieler oder Entwickler oder sowas macht. Ja? Und so kann man das für viele Sachen machen. Auch Gesamtstrategien, zum Beispiel, dass der Amerikaner, dass der verschiedene Gesamtstrategien hat, ja, die auch einfach nur vorgefertigt werden, vielleicht ausgewürfelt werden oder sowas. Also wir nehmen zum Beispiel hier oder hier bei den Techen, also wenn ich hier zum Beispiel mal die Techs durchgucke, die der Deutsche macht, ja, die Techs sind eigentlich so, dass die eigentlich immer bei den Menschen, also die meisten Menschen werden die sehr vergleichbar machen, die Techs, ja. Also die klicken immer dieselben Knöpfe nacheinander an im Multiplayer, ist mein Eindruck. Ich check das ja regelmäßig, ja. Und wenn man dann sowas zum Beispiel so machen würde, dass die vorgegeben sind, auch im Focus Tree, dass das halt vorgegeben ist, so dass die halt aufeinander abgestimmt sind, dass der Focus Tree mit dem Tech aufeinander abgestimmt ist, was wichtig ist, das macht die KI halt auch nicht richtig. Wenn man das halt auch vorgefertigt wird, dann gibt es zum Beispiel beim Amerikaner meinetwegen sowas wie die strategische Bombing-Strategie, ja? Dass er zum Beispiel schwere Jäger taggt und herstellt, strategische Bomber taggt und herstellt, strategische Bomber-Offiziere vergibt und dann eben auch die gemeinsam im Ruhrgebiet einsetzt und dann eben da strategisch bombt, ja? Dass es so eine vorgefertigte Strategie gibt, dass zumindest da eine Variable gesagt, irgendwie 20% der Gesamtressourcen muss darauf verwendet werden und die würfelt er dann aus. Das ist die eine Strategie. Die andere ist vielleicht, dass der halt eine Pazifik-Strategie hat, dass der am Anfang halt Pazifik eher arbeitet, ja? Dass das einfach, dass diese vorgefertigten Strategiesets gibt, die, wo dann eben der Rattenschwanz dran ist, wann was angeklickt wird, ja. Das wird ja nicht berechnet oder irgendwas, das hat irgendjemand mal quasi aufgenommen, welche Reihenfolge es geklickt wird, hat das reingeschrieben, ne, dass das nacheinander abgehandelt wird. Und dann hat man auf einmal eine starke Strategie und die wird dann immer wieder abgeändert, eben in Abhängigkeit davon, wie erfolgreich die ist. Und da kann man ja gucken, okay, Leute, die das meinetwegen auf Elite spielen, die gewinnen 50% dagegen, Leute, die das normal spielen, bringen 80% gegen die Strategie. Ja, und dann könnt ihr Anpassungen vornehmen, um das Gameplay interessanter zu machen und den Wiederspielwert zu erhöhen, weil wenn die angepasst ist im nächsten Patch, wollen die Leute ausprobieren, ob sie jetzt damit klarkommen. Ja, da könnte ich mir viel vorstellen. Und diese Strategien können ja auch ausgewürfelt werden. Auch gewisse Taktiken könnte ich mir vorstellen, die geskriptet werden. Also die Landung in Normandie, wie funktioniert die normalerweise? Kinder, das Bild ist einfach ein Traum. Und da wundern die sich, dass das lackt im Late Game. Ne? Okay, aber wie sieht das jetzt aus im Late Game mit der Landung in der Normandie, ja, von den Alliierten? Naja, also das sieht dann so aus. Da landet dann eine Division irgendwo, hat nicht geklappt, okay, danke. Oder es hat geklappt, da fährt sie durch, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte und so weiter. Das kann man ja auch skripten. Man kann das ja einmal so machen, dass man das einmal quasi irgendwo aufnimmt, die Befehlskette. Das kann ich sogar bei After Effects, da kann man keiner erzählen, dass das schwierig wäre. Ne? Der Amerikaner zum Beispiel, der, wenn er 30 Divisionen angespart hat, dann stellt er die hier in Plymouth auf, die 30 Divisionen, lädt die auf, damit die in 5 Häfen gleichzeitig landen. Stellt dann die Flotte da unten hin, sagen wir 2/3 der Flotte muss er dann da hinstellen, macht Luftüberlegenheit da drum und dann drückt er erst einen Invasionsknopf, sodass die Normandie-Invasion sich tatsächlich wie ein echter D-Day anfühlt, ja. Das kann man aufnehmen, kann man keiner erzählen, dass das nicht geht, ja. Das geht auf jeden Fall, das weiß sogar ich. Und das könnte man auf jeden Fall machen, dass man sowas designt.
Und da gibt es ja mehrere von diesen. Das wäre jetzt so ein Teil. Ein anderer Teil wäre der Pearl Harbor-Teil zum Beispiel. Die existiert ja faktisch auch nicht in dem Spiel, ja. Es gibt aber, glaube ich, die Diplomatie-Mechanik derzeit auch nicht her. Oder meinetwegen der Rommel in Nordafrika wäre eine andere Sache. Im Moment sieht die deutsche Strategie so aus, dass sie ihre Medium-Panzer im Early Game hier runterfährt, sucht einen Hafen, findet keinen, fährt wieder hoch, wird hier versenkt. Manchmal schafft die es, hier runterzufahren und dann hier reinzugehen, wenn sie nicht versenkt wird. Und dann fährt die erste Division durch, wird aufgeraucht, dann fährt die zweite durch, wird aufgeraucht. Warum fahren die nicht einfach einen sicheren Weg hier runter, sofern er sicher ist? Bei Tunis, ja, warten bis er mindestens 5 Divisionen da hat und dann gibt Rommel, wird der Kommandeur, lädt einen Battleplan auf und dann rusht er eben 6 Monaten da durch, ja, und wenn er bei El Alamein angekommen ist, buddelt er sich dann ein oder irgendwas, keine Ahnung, ja, aber ne, so historische Flair-Dinger reinbringen und er muss auch nicht immer kommen, das ist dann quasi, okay, dann könnte man wieder so einen Check machen, hat er 5 Panzerdivisionen, haben wir Rommel zur Verfügung, ist das Mittelmeer gerade frei, check, 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 ja, okay, dann wird jetzt Operation Panzerkorps durchgeführt oder sowas, meinetwegen, ja. Oder bei die halt genau dieselbe Abfrage oder was ihr halt da machen wollt. Und das muss nicht dasselbe sein. Es gibt aber dann so ein Repertoire, wo die dann eben diese geskripteten Ereignisse abfragen und dann durchführen, wie die Bedingungen erfüllt sind. Und das sind keine komplizierten Bedingungen. Das ist, hast du 5 Panzerdivisionen? Da kannst du nicht erzählen, dass das so schwer ist. Das kann mir keiner erzählen. Das geht einfach nicht. Das will ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ich meine, wie viele Divisionen hat der? 475. Die Zahl abzufragen kann nicht Rocket Science sein. Das kann mir keiner erzählen. Okay, aber ja. Oder eine andere Sache wäre vielleicht das mit den Generälen hier. Es läuft auch minimal suboptimal, habe ich den Eindruck, mit der Vergabe der Generäle. Aber das ist aber noch eine andere Geschichte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ne, die 3 Ebenen. Die erste ist halt Skripten. Die zweite ist das geskriptete Abfragen mit wenn dann, welche Skripte man halt dann nimmt. Und die dritte Ebene wäre Skynet holen. Ja, und ich verlange die erste, bete zur zweiten, dass die irgendwann mal kommt. Und die dritte fordere ich nicht. Und wenn dann, ich weiß noch nicht genau, was wir da machen. Wenn Skynet kommt, ist eh alles vorbei, ne? Da muss ich mir Science-Fiction-Movies gucken für Antworten. Ja, das wäre so auf jeden Fall im Moment, was ich mir vorstelle. Und ich finde es wirklich nicht verständlich, warum zumindest die Skriptgeschichte nicht drin ist, warum wir so miserablen Ergebnissen derzeit arbeiten. Und mir muss auch jemand erklären, warum das eine gute Übersicht ist. Und der Mann, der das sachlich kritisiert hat, im Forum dafür als Clickbait beleidigt wurde. Das wäre auch nochmal so eine Frage. Ich glaube, ich druck mir den gleich für die Wand aus. Es ist ein Traum, oder? Aber die haben ja gesagt, wenn wir die Counter aus Heu 3 wollen, sollen wir uns die selber machen. Sollten wir wahrscheinlich auch. Was für ein Stuss, Mann. Nicht drüber nachdenken, ich gehe jetzt essen. Ciao, ciao.